So Freunde, was geht? Recht herzlich willkommen zum Skill-Video vom Prison Break Serie 2. Ich hätte ja auch den Lightcore nehmen können, aber er hat ja leider keine Wow-Power-Attacke, deswegen benutzen wir ihn. So und ja, ich hoffe, dass ich genug Gold habe, denn ich habe eigentlich vorgehabt, ihn auf beide Wege zu skillen. Aber das werden wir natürlich dann im Laufe des Videos sehen. So Freunde, wie immer natürlich die ersten beiden Attacken. So und jetzt seht ihr gleich schon, ich habe schon eine dazu gekauft, aber da kommen wir gleich zu. Zum allerersten haben wir hier den Energiestrahl. Drücke und halte A, um einen mächtigen Energiestrahl abzufeuern und Kristallsplitter herbeirufen. Rufe Kristallsplitter herbei, um Gegner zu zerquetschen und deinen Energiestrahl zu brechen. So, hier habe ich noch Smaragd-Energiestrahl. Der Energiestrahlangriff bewirkt mehr Schaden. Das habe ich damals schon gekauft gehabt, als ich doch dieses Vorstellungsvideo der drei Prison Breaks gemacht habe. Aber alles andere ist hier noch zu haben. So Freunde, also Energiestrahl sehen wir hier. Haben wir ihn schon. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen stärker, aber das ist ja nicht so schlimm. Und hier sind die Splitter, wo wir natürlich auch reinschießen können, wo sich der Strahl dann teilt. So, dann gehen wir mal rein nach Persephone. So. Willkommen. Und dann haben wir Super Kristallsplitter. Herbeigerufene Kristallsplitter bewirken mehr Schaden. Ja, das schauen wir uns wieder auch mal direkt an. So war es jetzt erstmal nur so ein Splitter nach oben gerade. Und jetzt seht ihr schon, sind die viel spitzer geworden. Ist auch viel, viel mehr geworden jetzt. Und ja, wir schießen hier rein und zack, zack, zack. Man kann die auch kombinieren. Ihr seht es hier vielleicht jetzt. Ja, oder auch nicht. Sehen wir gleich. So, dann haben wir Kristalleruption. Drücke B, um einen schädlichen Kristallring um dich herum zu erzeugen. Ja, das ist seine dritte Attacke, die er drauf hat. Und zwar haut er sich selber auf den Boden und drumherum kommen dann ja so Kristalle, die die Gegner dann verletzen. Hier sehen wir es. Im Moment noch nicht so stark, aber das kommt natürlich alles noch mit der Skillung. So. Willkommen zurück. Kettenbrechungen. Gespaltene Energiestrahlen spalten sich nochmal, wenn sie einen weiteren Kristallsplitter durchdringen. Ah ja, genau, das ist das, was ich gerade gemeint habe. So, und jetzt, bevor wir jetzt hier uns den Weg wählen, machen wir erstmal hier. Oh ja. Zack. So. Also, eins. Zwei. Hier sehen wir es. Zack. Da geht der Strahl dann nämlich noch weiter. Auch gerade rechts, links, oben, unten. Eigentlich fast überall. Hier können wir noch eins, zwei mal drei hinsetzen. Und dann müsste ich eigentlich so machen. Da seht ihr es. Sogar durch den dritten Strahl geht dieser... Durch den dritten Kristall geht dieser Strahl. So war es gewesen. Mensch. So. Willkommen zurück. Ja, jetzt müssen wir den Weg auswählen. Ja, wenn ich mir jetzt die Figur angucke, müsste man den eigentlich auf Kristaller skillen. Halt wegen dieser Kristallrückenpanzerung. Aber wie gesagt, Freunde, wir machen beides. Wir fangen jetzt erstmal mit Kristaller an. Prisma Power. So. Zack. Verbessern. Und dann haben wir massive Kristalleruption. Die Kristalleruption bewegt mehr Schaden und hat einen größeren Wirkungsbereich. Das können wir uns ja einmal jetzt nochmal ganz gediegen anschauen. Hier sehen wir es nämlich. So ist der normale Bereich. So, so, zack, zack. So, und jetzt sieht es natürlich... Jetzt seht ihr schon, jetzt kommt sogar zweimal die Kristalle aus dem Boden. Erst einmal ganz normal und dann nochmal zack. Und die Kristalle sind natürlich auch viel dicker geworden. Sehr, sehr gut. So, dann geht es jetzt weiter. Dreifach Kristallsplitter. Rufe drei Kristallsplitter gleichzeitig herbei. Ja, so konnten wir immer nur einen machen, bis drei dann. Und jetzt können wir drei gleichzeitig herbei rufen. Ist natürlich sehr gut. Da, zack, zack. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Hier sieht man es besser. Und dann können wir da schön reinhalten, den Strahl, und dann geht richtig ab. So.
dann geht's weiter. Willkommen zu verbessern. Kristalline Rüstung. Die Kristallrüstung erschwert es deinen Gegner, dich zu treffen. Das ist das, was ich gerade meinte, nämlich diese Rüstung hin, dieser Panzer. Hat er ja nämlich auch auf der Serie 2 Figur, bei der Lightcore ja nicht. Und ja, so sieht er natürlich jetzt noch stärker aus. Sieht auch viel besser aus, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Dann haben wir Splitter Seelengefängnis. Kristalle bilden sich dort, wo Gegner besiegt werden. Ja, das schauen wir uns natürlich hinterher beim Brock an. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Das heißt also, wir besiegen einen Gegner und dort wird dann so ein Kristall erscheinen. So, und dann die Wow-Power-Attacke. Impulskraft. Drücke X, während du A gedrückt hältst, um einen starken Impuls am Strahl entlang zu schicken. Ja, das müssen wir ausprobieren, würde ich sagen, ne, Freunde? Das müssen wir ausprobieren. Oh ja! So, hauen wir mal hier die drei Kristalle hin. So, jetzt zack. Boah. Was hat der? Zack. Boah, guck mal, richtig gut. Zack. Nicht schlecht, ne? Wir müssen gleich mal gucken, wie stark das ganz genau ist. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns nämlich jetzt an, weil wenn wir jetzt gleich den Weg wechseln, das ist natürlich dann uncool. Möchtest du einen Kampf ausprobieren? Ja, sicher, das. So, zack. Schmierige Lage. Was denn auch sonst? Kampf beginnen. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich noch den Rückenpanzer. Jetzt könnte ich mich eigentlich gleich mal eben hier so hinhalten, so opfern. Mal gucken, ob die mich auch sofort treffen. Das ist natürlich die Frage. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt halte ich mal den Rücken hin. Ja, geschützt. Auf jeden Fall werden wir geschützt. Und da sehen wir es auch schon. Da sind die Kristalle, wenn wir Gegner besiegen. Und dort können wir natürlich dann auch reinschießen. Also auf jeden Fall nicht schlecht, sowas. So, der Strahl zieht 19 bis 28 ab. Und hier ist auch sehr gut. Ja, wir schießen einfach in den Strahl rein. In die Kristalle, meine ich, Entschuldigung. Und dann geht das schon vorwärts vorne. So, der Troll dahin braucht gar nicht abhauen. Den kriege ich sowieso. Irgendwann mal. Boah, 57 zieht er da vorne. Habt ihr das gesehen? Wie dieser Impulskraft. Können wir sogar so machen, auch wenn wir den Strahl nur schießen. Zack. Richtig gut. Und 57er Schaden ist schon eine Menge, muss ich sagen. Aber er muss ja auch stark sein, weil er ist ja nicht gerade der Schnellste. Und das muss er natürlich dann mit seinem Energiestrahl wieder wettmachen. Boah, 57er. Also von der Attacke bin ich gerade ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich den gar nicht auf den Lightcore habe ich ja, glaube ich, auf die Strahlen geskillt gehabt. Ich glaube auch, weil er ja dann nach aussah und ich hatte mir dann in Serie 2 geholt gehabt und habe ich mir gedacht, so, Freunde, ich skill ihn dann auf die Rückenpanzerung da. So. Ah, der Schleim, der macht mich bekloppt hier, der macht mich echt bekloppt. So, was müssen wir denn noch hier ausprobieren bei dieser Attacke? Ach ja, genau, das hier, zack. 30er Schaden, Freunde. 30er Schaden. Also ich muss schon sagen, diese Skillung mit dem Kristall ist schon nicht schlecht. So, und wir haben den Energiestrahl gar nicht geskillt. Und wenn der jetzt schon 19 bis 28 abzieht, dann wird das schon noch eine Menge draufkommen, wenn wir den jetzt mal auf die Strahlen skillen. Aber das werden wir jetzt sehen, Freunde. Das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall, die Impulskraft ist ja sowieso... Die Wow-Power-Attacke und die zieht 57 ab, ist schon nicht schlecht. Sondern es ist natürlich auch besser, würde ich sagen, wenn wir mehr auf die Impulskraft gehen, dass er hier auch viel länger schießt. Weil wenn wir jetzt mehr hier so die Sekunden zählen. Und jetzt. Sind so 2,5 bis 3 Sekunden nur, wo der Strahl ist. Und das ist natürlich nicht sehr viel. Ist da noch was? War da noch was, Freunde? Was ist das denn? Das habe ich doch schon alles gekauft, oder nicht? Das habe ich doch alles... Ach, jetzt ist da gar nicht da drauf geskillt, oder was? Wunder.
Da haben wir doch schon gekauft. Was war das denn jetzt? Ja, was war das denn jetzt? Da war ein bisschen Fehler, ne? Würde ich sagen. So, Freunde, Prismantica. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sind diese Fachausdrücke, ja? Da habe ich absolut keinen Plan vor. Gib mir einfach einen Controller und dann geht ab. So, Freunde, goldener Diamant-Energiestrahl. Der Energiestrahlangriff bewirkt noch mehr Schaden. Das ist das, was ich nämlich gerade gemeint habe. So zieht er schon 1928 ab und jetzt zieht er dann bestimmt noch mal eine Schippe drauf. Jetzt sieht er auch ein bisschen geiler aus, wenn wir nur ganz offen und ehrlich sind. So, Gold sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dreifach gebrochener Strahl. Der Energiestrahl spaltet sich in den drei Strahlen, wenn er einen Kristallsplitter durchdringt. Ich glaube, das habe ich verstanden. Wenn wir ihn da reinschießen, dann macht er 3. Ansonsten, bevor wir das geskillt haben, waren es 2. Ja, genau so sieht's aus. Und fokussierte Energie. Der Energiestrahlangriff hat eine größere Reichweite. Ja gut, aber das ist nicht, dass er jetzt länger da ist. Das finde ich jetzt natürlich doof. Weil, was nützt mir denn 2 Sekunden? Boah, da ist ja fast schon Feuer. Guckt euch das mal an. Ja, natürlich ist das jetzt hier alles nicht geskillt. Hier holen wir auch nur ein Kristall runter, aber jetzt müssen wir mal gucken, was stärker ist. Nein, stopp, zurück. Das, genau das. So, denkt dran, Freunde, 1928. Und jetzt sind wir natürlich auch am Rücken nicht geschützt. Und das ist, ja, eigentlich ist das schlecht, weil Prison Break ist ja sehr, sehr langsam, wie schon gesagt. Und wenn dann einer von hinten kommt, so schnell können wir ja gar nicht ausweichen mit ihm. Und jetzt haben wir 40. 40 und 27. Ja, das ist, würde ich sagen, das ist viel. 40, 27 ist eine Menge, Freunde. Und weil der Strahl ja auch die ganze Zeit bleibt. Da seht ihr das? 22er Schaden war jetzt. 27er. Also, es kommt doch, glaube ich, immer auf die Gegner an. Weil die Blaster-Trolle, die haben jetzt nur 22 Schaden bekommen. Und die Chompies, die kriegen 27. Ja, aber wenn man so überlegt, so 22, 27, 40, ist doch schon relativ cool. Ändert sich denn jetzt eigentlich auch noch was mit der Impulskraft dann? Müssen wir bei den Chompies mal ausprobieren. Ja, außer die Chompies, die gehen selber in den Tod. Guck mal da, das Spiel hat den absoluten Fail heute. Was ist da los? Komisch, oder? Oh, 40er Schaden. Jetzt muss ich doch mal... Der 81er Schaden, Freunde. Das gibt's doch nicht. Der 81. Also dieser Fokus, der hat sich auch nochmal sehr, sehr gesteigert. Ja, die bringen sich alle selbst um. Was ist da los mit den Gegnern? Der eine bombt sich in der Luft, die kreisen alleine da, ohne den Moped da in der Mitte. Ich habe geskillt und dann habe ich doch nicht mehr geskillt. Was ist los heute mit dem Spiel? Ja, wird Zeit, dass das neue Spiel rauskommt, Freunde. Wird einfach Zeit. Ich glaube, das alte Spiel hat auch keinen Bock mehr zu laufen. Ja, Freunde, was ist jetzt stärker? In erster Linie würde ich natürlich sagen... Hier, der, wenn das auf den Strahl geskillt ist, ganz klar. Sehr, sehr viel stärker auch dann hier mit diesem Impulskraft hier, mit diesen Fokusattacken. Aber man kann halt auch von zwei Seiten sehen. Wenn man dann nämlich Duellkämpfe macht, kann man sich hier nämlich dann hinter diesen Kristallen verstecken und dann haut man da einfach mal so ganz gediegen rein. So, und das spaltet sich ja dann auch. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich wollte mal sagen, ich lasse ihn jetzt auf die Strahlen geskillt. Halt aus dem Grund, weil das hier sehr, sehr viel abzieht. Und für den Duellkampf ist das wichtig, dass Prison Break sehr viel stärker ist als der andere, weil er halt nicht so schnell ist. Ganz einfach, oder? Ich würde sagen, das ist einfach erklärt. Ja, Freunde, so sieht's aus. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Schreibt mal in die Kommentare, was ich skillen soll für mehr Skill-Videos. Schaut doch mal in der Beschreibung in meiner Playlist und ja, dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal.